Ey, der Flissmaster ruft an. Sollen wir dran gehen? Flissi! Was machst du? Ich bin live. Geil. Also, ich mach dich laut. Na klar, sonst. Oh, der Flissmaster ist gut drauf. Wie geht's? Ich bin überhaupt nicht gut drauf, ich bin voll müde. Hä? Dann guck doch die Doku von Busnitch auf Amazon, da bist du wieder gut drauf. Oh Mann, du bist richtig im Film, Dicker. Ich bin heute gut drauf. Wenn jemand am Boden liegt, sollte man aufhören, ja? Nicht nochmal reintreten. Auch wenn das jemand ist, der immer reingetreten sozusagen hat, wenn man am Boden war. Ja, man soll mit gutem Beispiel vorangehen. Gut. Ah, okay, du hast es wieder. Ach, wir lernen von dir alle. Das kann man als Vormund nennen, wenn ich da vorlaufe. Ich schneide gerade Video, ne? Freitag kommt Video raus, ich freue mich. Gut. Ja, wir verlosen gleich zwei Boxen von dir, zwei Fake Sits Ends. Und am Donnerstag, wenn dein neues Video kommt, dann den Rest. Auf Habibi-Basis. Nice. Schnell Akku anziehen, ja Mann. Was geht ab bei dir? Wie geht's dir? Bist du krank oder was? Nein, gar nicht. Ich doch nicht, Alter. Ich bin stabil. Wir arbeiten nur viel, Dicker. Wir lassen nicht locker. Wir machen jetzt Dings noch schön wieder Video. Wir sind Scientists hier, wir machen Beats. Wir schlafen nicht, Bro. Wir sind am Start. Erzähl mal, was gibt's Neues, Alter? Ich will mal was von dir wissen. Du bist doch der Rasenreporter. Ey, ich bin schon seit Corona rase ich nicht mehr so viel. Seit Krankenhaus rase ich jetzt nicht mehr so viel. Aber es gibt sehr wenig Neues. Ich muss sagen, die Hip-Hop-Szene ist am Schlafen. Man merkt, die Blase ist geplatzt, ne? Die ganzen. Total. Ja. Ich finde das auch gut, dass die Blase so ein bisschen geplatzt ist. Ich merke das, Spotify-Streams gehen runter. Ich glaube, 40-50% ist runtergegangen bei Deutschrap. Zumindest, was ich gesehen habe an der Statistik. Ey, und das ist wirklich krass. Aber ich finde das gut. Ich habe heute noch ein langes Gespräch darüber gehabt, auch wenn die Vorschüsse jetzt nicht mehr so krass fließen wie vielleicht vor 2 Jahren. Aber ist doch super. Endlich hauen die ganzen Shisha-Bar-Kanacken, die auf einmal auf Manager und auf Rapper gemacht haben, weil die gesehen haben, was das für Vorschüsse gibt, endlich fallen die weg. Ja, ich weiß, was du meinst. Also endlich bleiben die Leute dabei, die es wirklich machen, weil die Bock haben auf Musik, weil die auch Bock haben, an etwas zu arbeiten, an einem Künstler oder an sich selbst oder wer auch immer, also welche Position auch immer du hast. Und nicht die Leute, die halt nur schnell Vorschuss machen wollen, sich einen Teil davon nehmen wollen, eine Shisha-Bar aufmachen wollen und dann halt aus dem Game gehen. Was von deren Seite jetzt nicht verwerflich ist, die machen Schnapp. Aber natürlich den Markt fickt so musikalisch, also gerade in unserer Szene wurde der Markt ein bisschen gebumst in den letzten 2-3 Jahren. Ja, vor allen Dingen, es kann ja nicht nur immer diese, also natürlich ist es, ich habe mich auch dazu entschlossen, jetzt im kommenden Jahr, ne, also jetzt nach dem Release auch nicht mehr jetzt Alben zu machen, sondern einfach auch mal vielleicht EPs, aber ich mach's jetzt auch gerne, weil ich will auch mal ein bisschen so viel mehr Projekte machen mit anderen Rappern. Ich will, da kannst du mal einfach eine EP machen, dann musst du dich nicht komplett wieder ein halbes Jahr einschließen und musst dann ein Style durchziehen, sondern du kannst ein bisschen gucken, kannst dich ein bisschen locker machen, kannst mal, wie gesagt, mit anderen Rappern mehr machen, was ausprobieren, und das ist, habe ich mir auch vorgenommen für dieses Jahr, aber das wird nicht weniger kommen, sondern mehr sogar, glaube ich. Ich werde dann, vielleicht 4-5 EPs rausbringen, weil ich meine, so quartalsmäßig. Ja, ist geil. EPs, wie du gesagt hast, von der Arbeitsleistung her ist das eine Sache und man kann die geil so thematisch vielleicht machen, so wie so ein Puzzle. Genau. Ja, ich will noch nichts verraten, so ich habe schon ein bisschen was auch schon konkret geplant oder was heißt geplant, aber Ideen haben wir schon, aber es gab ja auch viele Kollegen, mit denen man was machen wollte, wo man aber gesagt hat, nee, auf CCN möchten wir jetzt keine Features und jetzt kann man mal so ein bisschen einfach auch gucken, wer mit dem ist mal cool, wer hat Bock. So, ne? Die Fans können vor allen Dingen auch, mal sagen, hey, mach doch mal so. Oder man kann neue Styles entwickeln, wenn man dann halt mal eine EP raushaut und den Leuten kommt, bei denen kommt das dann extrem gut an, dann ist es auch geil. Also dann, das Album war jetzt schon wieder eine richtige Baustelle, ne? Also ist so. Ja klar, auch ja, diesmal ist ja richtig. Diesmal auch mit, das ist ja auch ein legendäres Album, also auch vom Titel her, dann gab es Gerichtsverfahren, deswegen bla bla, war auf jeden Fall kopfig. Ich denke, richtig geil, wieder Mucke machen, Spaß haben. Genau, und dann auch,
dann kann man auch, auch dann, wenn es um Disses geht, weil ich hätte zum Beispiel viel krasser auch direkt musikalisch mal auf irgendwelche Singles reagiert, weißt du? So ein bisschen so wie damals, wenn das da, wo damals nur YouTube sozusagen am Start war, konnte man halt selber schnell was hochladen. Ja, und die Labels haben sich meistens darüber aufgeregt, dass man einfach an denen vorbei irgendwas hochlädt, um halt, keine Ahnung, Diss-Tracks zu machen oder wenn man jetzt denkt, man will jetzt eine Single droppen, so. Natürlich kann man das nicht mehr ganz so schnell machen. Man muss immer ein bisschen auf Spotify warten, aber das ist ein geiler Style, so. Das habe ich viel zu wenig gemacht. Ja, voll. Man ist total schnell wie früher und kann trotzdem dran verdienen. Und die Plattenfirma kann dran verdienen und alle können die Schnauze halten. Ja, vor allem, mich nervt es auch, dass auf der einen Seite, also ich gebe mir Mühe, dass wir sozusagen richtige geile Produkte machen, richtige geile Alben und wir verkaufen auch noch Amazon-Boxen, aber man muss schon mal ehrlich sein, dadurch leidet krass bei mir Spotify, Alter. Weißt du, ich sehe irgendwelche Hampelmänner, die bringen einfach alle drei Wochen, selbst wenn die irgendeinen Müll rausbringen, deren Algorithmus greift besser und die machen kontinuierlich auf Spotify irgendeinen Schwachsinn und ich muss mir dann sozusagen von den Fans anhören, dass die Zahlen dann nicht groß genug sind, weil die halt dann 6 Monate uns einschließen und vielleicht 2 Singles rausgebracht haben. So, das ist halt auch so, so hat Spotify sich das auch gut zurechtgeschustert, dass die Leute da immer abliefern müssen, weißt du? Ja, und dadurch wiederum kommt aber so viel Quantität und keine Qualität. Ja, total, weil du die ganze Zeit auf diese bescheuerte monatliche Hörer guckst und da die ganze Zeit denkst, boah, ich muss Katalog erhöhen, komm mir irgendeine Scheiße, Hauptsache releasen. Ja, und dann hast du halt den Salat. Es ist Fluch und Segen. Also diese ganzen Tech-Firmen sind Fluch und Segen. Ne? Ich habe vor kurzem wieder was Geiles gelesen darüber, dass Spotify und andere haben natürlich den Musikmarkt so aus dem Grab geholt. Aber es ist jetzt halt wieder das Thema, cool, danke, dass sie uns aus dem Grab geholt haben, so mäßig. Ne? Wir verdienen alle wieder Geld. Aber dann geht es diesen Talk über diese User-Centric Money und so. Die Leute zahlen Zehner und das wird ein Drittel aufgeteilt an Spotify und ein Drittel geht an die gehört werden. Oder beziehungsweise es wird eben nicht an die ausgeteilt, die gehört werden nur, sondern wie ist das nochmal? Dass es irgendwie einfach prozentual aufgeteilt wird, genau. Und da ist so ein bisschen der Wurm drin. Ich suche euch das mal nochmal raus, den Artikel, Freunde, und den verlinke ich dann. Könnt ihr das nochmal besser lesen, als was ich jetzt erzählt habe. Aber ja, da ist es ein bisschen der Talk, dass die Leute da jetzt unfair finden, viele Künstler. Aber ja. Und natürlich, ja, und Playlist ist natürlich auch nochmal eine ganz neue Geschichte, mit der wir arbeiten müssen. Ja, ich find das, die müssen sich was... Guck mal, ich find zum Beispiel auch cool, dass sie bei YouTube den Dislike-Button geändert haben. Ach so, ja, das fanden viele scheiße. Warum findest du das gut? Ja, weil ich glaube, Leute trauen sich dadurch mehr. Das ist so wie, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo ich dann blaues Blut und hinter blauen Augen, wo ich dann mit Trap kam und so. Und dann war es nur, weil man mit einem anderen großen Rapper Beef hatte und der seine Fanbase sozusagen gut lenken konnte, haben die Leute sozusagen gedisliked. Ja. Und das hat aber nichts darüber ausgesagt. Ob der Song gut ist. Ja. Ja, oder ob sie den Song jetzt disliken oder liken können, weil sie den vielleicht scheiße. Und kann ja auch sein, hey, doch eine Menge Leute finden den Song scheiße, dann sollen die disliken. So. Aber im Endeffekt, guck mal, jemand kommt mit einem Video, jemand kommt mit einer großen Arbeit. So, hat sich Mühe gegeben, hat sich reingegangen. Egal ob großer Künstler oder kleiner Künstler. Was gibt es da überhaupt zu disliken? Wenn es dir nicht gefällt, guckst du dir nicht an. Ja, nee, ich verstehe komplett, was du sagst. Ich muss aber sagen. Und wenn du was zu kritisieren hast, dann mach es in den Kommentaren und dann argumentiere und dann erklär, was findest du kacke. Dann macht es für mich auch Sinn. Aber einfach nur sagen, kacke, dadurch ist ja diese komische Facebook, Instagram, YouTube, Generation von Kindern, Alter, die denken, dass deren Meinung wichtig ist, die zu jeder Scheiße was sagen. Dadurch ist es ja überhaupt erst entstanden. Nee, du hast absolut recht. Bei dieser Sache hast du absolut recht. Es gibt nur eine Sache, wo ich sagen muss, ich gucke da immer auf Dislikes. Und zwar, wenn ich was suche, ein Tutorial zum Beispiel. Das stimmt. Wenn ich zum Beispiel ein Tutorial suche über eine ganz kleine Sache, was weiß ich, bei Adobe Premiere, ich weiß nicht, wie man das raus exportiert, oder bei Musikprogrammen, ganz kurz will ich mal was gucken, wie konnte man nochmal bei Fruity Loops was machen. Und ich finde ein Tutorial, was so krass disliked ist, dann gucke ich das nicht, weil ich weiß... Das ist nur Scheiße oder der Typ labert zu viel und kommt nicht zum Punkt. Das hilft mir, mich zu entscheiden. Aber du hast voll recht. Die meiste Zeit haben Leute Angst, gewisse Videos zu machen,
Weil wenn die gerade im Kampf sind gegen einen anderen YouTuber, in Diskussion sind, in Streit sind, im Shitstorm sind, ja, und dann versammeln sich da die Leute. Ich weiß genau, was du meinst, ja. Zum Beispiel, was geil ist bei Rotten Tomatoes, da ist es ja so, da geben die Kritiker eine Bewertung ab und die Zuschauer. Und die Zuschauer. So, und dann, und da ist es ganz, kann es ja ganz, ganz oft auch so sein, dass die Zuschauer den Film geil fanden und die Kritiker haben halt so auf Dings gemacht, du weißt doch, auf krasse Kritiker und haben halt dann übertrieben mit ihrer Kritik, keine Ahnung, und das geht dann voll auseinander. Sowas ist auch noch okay, weil dann hast du ungefähr eine Einschätzung, aus welcher Ecke kommen die Meinungen. Das heißt, bei Musik ist es halt so, Musik ist eine krasse Geschmackssache. Eine krasse Geschmackssache. Also bei Musik kannst du jetzt nicht sagen, zum Beispiel, wenn jetzt morgen der nächste Film rauskommt mit Jason Statham oder mit The Rock, so, dann kann man schon auch irgendwie ein bisschen so eine Einschätzung abgeben, ob das jetzt ein guter Film ist. Zum Beispiel dieser neue, habe ich mit Science heute drüber geredet, Red Notice. Boah. Red Notice ist einfach ein Film, der behindert, der ist scheiße gemacht. Katastrophe ist der. Katastrophe, so. Und der hat aber trotzdem Erfolg. Mhm. Und die werden bestimmt noch einen zweiten Teil drehen. So, da kann man einfach auch, da finde ich es okay, wenn Filmkritiker und auch Leute, die sich ein bisschen mit Filmen auskennen oder die gerne Filme gucken, einfach sagen, ey, weißt du was, ich gebe dir jetzt eine Bewertung ab, das ist kein guter Film, so. Weil sozusagen, das ist ein Film von seiner Kunst her, ist ja jetzt nicht so krass eine Geschmacksfrage. Weißt du, was ich meine? Also, ja, klar. Musik ist noch abstrakter, also Musik ist so... Ich meine, da gibt es auch, nein, es gibt ja auch bei Musik Sachen wie, zwar ist der Mix gut, ist das Master gut, die technischen Sachen, das geht schon. Aber ich weiß, was du meinst, wenn das alles gegeben ist, dann ist es Geschmackssache, ja. Ja, ja, richtig, also genau, da sagst du was Gutes, wenn jemand das Handwerk beherrscht und dann kommt jemand und sagt einfach, ey, ich find's aber trotzdem nicht cool, dann ist es Geschmackssache. Aber das Handwerk bei den neuen Filmen ist nicht gut. Das Handwerk in den Filmen, die vor 20 Jahren da war besser. Ja, ja, wie bei Matrix, wo du denkst, Bruder, euer eigener Film war besser. Ja, ja, ja. Also dann ist es auch unpersönlich. Da kann man einfach, also wenn ich einfach sage, Matrix, der Film ist kacke, dann sage ich einfach, ey, die haben einfach reingeschissen, weil die es einfach auch nicht besser wollten, glaube ich. Also das ist so, die haben da irgendwas nebenbei gemacht und haben dann die Kohle abgesahnt und so. Und dann kann man, da finde ich auch okay, dass man das bei Rotten Tomatoes, wie gesagt, eine Bewertung abgeben kann. Ja, also Rotten Tomatoes auch übrigens meine Lieblingsseite, wo ich immer gucke, was Filme angeht. Wenn ich sehe, wenn ich was Grünes sehe, so eine zermatschte Tomate, die haben ja immer so grün, dann gucke ich den Film auf gar keinen Fall. Oh Mann. Sag mal noch ein, zwei Geheimtipps filmemäßig, was du gerade guckst. Was ist gerade geil? Was kann man gucken? Klassiker oder neue Sachen? Nee, neue Sachen. Gerade neue Sachen. Was kann man gucken? Im Moment alles scheiße. Ich habe gestern oder vorgestern war auf Netflix ein neuer Film. Und weil ich wieder die ganze scheiße Nacht nicht schlafen konnte wegen Restless, habe ich mir den angeguckt und ich bin fast gestorben. Ich so, oh mein Gott, das ist so schlecht. Das ist so... Welchen Song? Der heißt Mother Android. Also Mother-Android. Kenne ich nicht. Das ist so, ich sag dir mal in einer Minute, also in einem Satz sage ich dir den Plot. Der Film fängt an, die sind in so einem Haus mit ein paar Leuten, sind am Fuden und so, paar so junge Menschen sprechen, sind am Fuden. Da kommt so jemand, bringt Getränke und du siehst schon, dieser jemand ist so ein gut aussehender Mann, der bringt die Getränke, das ist ein Android. Okay? Plötzlich fängt er an, die Leute umzubringen. Du merkst, okay, die Androiden haben sich jetzt zusammengetan, wollen die Menschen umbringen. Und dann haut eine Frau, die eine Frau haut mit dem einen Typ ab durch Wald. Und das ist es. Das ist der Film. Die hauen dann die ganze Zeit vor denen ab und dann finden die so ein Boot und dann sind die dann weg. Bruder, das ist so Drehbuch, so zwischen Tür und Angel. Das ist so, wenn mich einer anruft, ey, wir haben hier noch Budget zum Ende des Jahres, das muss raus. Bruce, gib uns übers Wochenende noch Drehbuch. Ich so, ja, okay, ich schreibe eins kurz. Ja. Ich war jetzt super enttäuscht von Stillwater mit Matt Damon, der kam neu raus, da habe ich viele Erwartungen gehabt. Der war schlecht, ja. Der war irgendwie, hatte der Potenzial. Voll. Die ganze Zeit hast du gehofft, und das war der mit dem Rucksack am Ende, ne? Ja, also ich will jetzt nichts spoilern. Ich fand den schon, man kann den schon gucken, aber Der war die letzten 10%, dass das ein mäßiger Film wird, hat gefehlt. Die letzten 10% so. Ich kann eigentlich nur Scheißfilme nennen. Die heißt der Don't Look Up, scheiße. Boah, der war, Bruder, den fand ich auch Schrott. Ich fand Don't Look Up war so, ja, also die Referenz an die sozialkritische Referenz war da. Alles cool, verstehe ich.
Die Rolle von Leo fand ich gut gespielt. Er hat die so gut gespielt, dass du vergessen hast, dass er ein Star ist. Du hast vergessen, dass er einer der größten Stars der Welt ist. Du hast gedacht, das ist ein Penner. Also der hat das schon geil gespielt. Aber, Bruder, Alter, nicht spannend. Der Mittelteil viel zu lang. Ewig warst du in so einer... Bruder, wann geht's weiter? Wir haben das schon gehört. So wie wenn einer eine Bridge... Kennst du, wie, bei Musik wäre das so, einer macht 17 Mal Bridge und du denkst so, Bruder, mach mal jetzt Hook. Was ist jetzt? So, Alter. Also die letzten Mark Wahlberg-Filme waren scheiße. Dieser Spencer Confidential auf Netflix war kacke. Dann diese andere da, wo die... ich so ein Science-Fiction-Film, wo die, keine Ahnung, neu geboren werden, nur so ein Science-Fiction-Kack. Ich weiß nicht mal, wie der heißt, Alter. Hast du den neuen mit Sandra Bullock gesehen? Sandra Bullock hat wieder so einen neuen. Nee. Unverzeihlich heißt der auf Englisch. Unverzeihlich, Unforgettable. Der Film hatte absolutes Potenzial. Die erste halbe Stunde hast du gedacht, okay, wird ein Meister, das wird ein geiles Teil. Und dann verkacken die das so krass, es ist nicht mal ein B-Movie. Welcher klar ging, der nicht komplett scheiße war, war dieser The Guilty. Wie hieß der? The Guilty, wo der hier in der Polizeizentrale sitzt und er spielt die ganze Zeit nur in der. Ja, The Guilty. Ja, du hast das Englische geguckt, ne? The Guilty, ja. Das ist ja ein dänischer Erfolgsfilm gewesen. Und der war auch erst letztes Jahr. Der hat Preise gewonnen, alles. Und dann hat er der Schauspieler, wie heißt der nochmal? Oh, ich weiß nur, dass Antoine Foucault den gedreht hat, deswegen habe ich ihn geguckt, sag mal. Ja, bekannter Schauspieler. Gyllenhaal, der ist ja mit der ganzen Familie sind ja in Hollywood. Der Gyllenhaal, der spielt das gut, das ist ein guter Film, ist ja, wie nennt man sowas? Das ist so ein Kammerspiel, ne? Im Prinzip, es geht nur geredet und die ganze Zeit nur Ding. Ja, das Original ist ein bisschen besser, ist ein bisschen verzwickter noch, also ein bisschen mehr ist, gibt es auch auf Deutsch übersetzt, kann man sich angucken. Ist, glaube ich, dänisch oder irgendwas. Ich guck mal gerade, warte, ich hab's gleich. The Guilty von Gustav Müller, was ist nochmal das Original? Oder am Netflix handelt sich um. Ein Remake von The Guilty von Gustav Müller. Achso, die heißen beide The Guilty. Ich guck mal eben. Sundance Music Festival. Bla bla bla. Eigentlich die einzige Empfehlung, die man aussprechen kann, ist Boba Fett Serie. Ey, die ist geil. Boah, die ist geil. Ich freue mich immer, wenn ich diese Fresse von Boba sehe. Boah, ich liebe den. Aber man muss echt warten, bis alle Folgen da sind. Dann muss man ganz entspannt. Das Problem ist, ich will das ja immer. Ich will das immer. Das Problem ist, ich habe keinen Bock, dass ich gespoilert werde. Ja, ich weiß, was du meinst, Alter. Und warum hauen die das nicht alles in einer Nacht raus? Was soll das, diese einmal die Woche? Die Behinderung. Sie wollen die Leute auf die App ziehen, ne? Also ja. Nee, aus der finanziellen Sicht ist das ja klar. Aber Bruder, was soll das? Das ist ja eine künstliche Verknappung. Diese Woche für Woche. Verpiss euch mal. Gib mal her. Naja, hast du recht. Boba, ey, der ist absoluter King. Boah. Ich überlege, was habe ich geguckt jetzt, was geil war. Es gibt bei iTunes, kam jetzt auch raus von, wie heißt der, dieser Regisseur, der auch JFK den Film gemacht hat, der hat jetzt JFK und die Doku dazu gemacht. Warte mal bitte, ich gucke. JFK-Doku. Dieses JFK Revisited? Yes. Ist das mit, ist er nur auf iTunes zu sehen? Ich glaube. Oh, okay, ich hab das nicht. Leute, wer kann aus dem Chat mit mir iTunes sharen? Ach ja, und was auf jeden Fall, glaube ich, Film des Jahres und Film und Rekorde gebrochen und so, Spider-Man No Way Home. Ja. Hab ich nicht im Kino gesehen und warte ich einfach, bis der bei iTunes kommt und dann freue ich mich, Alter. Aber so, was ich gehört habe, unfassbar, alle flippen aus. Und ja, ist geil, ist cool, ist cool. Gerade wenn du, gerade in unser Alter, wenn du damals als Kind die ersten Spider-Mans gesehen hast, das ist geil. Sag mal ganz kurz zu JFK. Lohnt sich das? Ist das gut? Ja, das ist gut. Es ist halt aktueller und der Regisseur, wie heißt der? Sag mal bitte ganz kurz, du liest ja bestimmt gerade. Warte. Oliver Stone? Wenn das Oliver Stone ist, dann muss ich das gucken. Ja, ist Oliver Stone, tatsächlich. Siehst du, und der ist ja voll da drin so, ne? Und der nimmt das ja voll persönlich, die ganze Nummer.
Und es ist natürlich eine Doku und es ist sehr, sehr, also, du musst halt voll aufpassen, es sind voll die krassen Infos. Und da ist es Wahnsinn, also, was sie da alles aufdecken. Und es ist einfach ein Wahnsinnsding, wie das gelaufen ist, unfassbar. Krass. Ja, Oliver Stone hat ja einige richtig geile Dokus, auch auch die Bush, glaube ich. Der hat auch eine sehr, sehr geile George Bush-Geschichte. Aber ey, kennst du auf, wenn du iTunes hast oder Apple Music, wie heißt der Kack? Apple TV? Apple TV, ja, Apple, ja. Apple Plus, ne? Apple Plus. Hast du Sie geguckt? Reich der Blinden, Sie, also Sehen, Sie mit. Nee, aber Kumpels von mir meinten, das ist. Ich komme ganz komisch, Alter, bei Apple TV, also wenn du halt dann reingehst oben, ne? Ja. Das heißt der Apple TV so. Das ist halt alles so verwirrend, weil da gibt es Apple TV Plus, ja. Dann gibt es den Store, das ist so krank, Alter, also das ist, du musst dir vorstellen, wie selten ich auf Apple Plus TV oder wie das heißt draufgehe, ja. Voll krass. Ja, ich denke, dass das einfach über die Jahre haben die einfach so viele Services und die haben es auch versäumt, gewisse Services auch mal abzuschalten und auch mal zu mergen. Das ganze Apple TV Plus, da können die eigentlich nur noch mergen, zusammentun, zusammenlegen, aber das werden die wahrscheinlich noch machen. Aber ich habe gesehen, also dieses Seas mit Jason Momoa, ey Leute aus dem Chat, wer hat sie schon gesehen? Erste Staffel fand ich so okay, die Idee ist irgendwie neu und okay und aber die zweite Staffel, also es ist gut gemacht und spannend ist es auch, aber es ist immer so ein bisschen Logiklöcher und ein kleines bisschen, du musst halt mit Wohlwollen das gucken, so, weißt du, darfst nicht so viel hinterfragen. Das ist so gut für, wenn man Dates hat, so, kennst du Date, dann Eis essen. Und wenn ich jetzt auf Apple oben auf Musik gehe, dann sehe ich Hyped-Interviews mit Aria. Geil, wo ist das? Ich bin gerade auf der Seite. Wo ist das? Ich hab ja Apple TV und wenn Apple TV in dem Ding oben die Apps, dann sozusagen ist immer Aria bei Apple Music ist er immer ganz oben und dann kommen auch Trailer, so mit wem er gerade redet. Geil. Der ist jetzt Fame, Alter. Shit. OG Kimo über Mann beißt Hund. Mann beißt Hund. Nur sein neues Album. Ja, krass. Ja, ich guck mal gerade, ich sehe es leider nicht. Ach so, ich bin ja, glaube ich, ich kann es nicht sehen. Ich bin nur auf so Apple TV. Ja, ich sehe gerade, die haben Apple TV 4K, Apple TV HD, Apple TV App, Apple TV Plus, HomePod, Home-App, Zubehör, ja, alles Film, Alter. Zu viel. Aber es ist auch Shop hier, okay, muss man auch sagen. Warte mal, was ist das? Tenet. Meinst du, irgendwann setzt sich irgendwas durch? So wie damals in den 90ern gab es ja auch super viele so Suchmaschinen, Alta Vista und so, die gibt es ja heute gar nicht mehr. Dann hat sich ja Google durchgesetzt. Und Google war ja damals auch nicht die Nummer 1. Nein, das kann gar nicht passieren, weil wegen den Rechteinhabern, meinst du? Ja, weil es dann immer sozusagen, zum Beispiel bei Sky wirst du immer HBO-Sachen früher bekommen. Ja. Weißt du, und wenn du HBO-Sachen bei Amazon haben willst, dann hast Amazon, du hast dann Amazon sozusagen, du hast dann bezahlt für ein Abo und musst dann immer Unterabos machen. Das heißt, die Leute, oder auch Disney Plus, weißt du, wenn du Marvel und Star Wars Sachen willst, dann wirst du jetzt nie wieder dir Film bei iTunes davon kaufen, sondern du wirst halt warten, bis es bei Disney Plus ist. Oder so ein krank, okay, ich bin krank, ich kaufe mir den und dann guck, weil da, wo er am zuersten wo er als erstes zur Verfügung steht, hole ich mir den. Ja. Also was ich für Abos habe, damit du weißt, wie behindert ich bin. Also ich habe Disney Plus, ich habe Prime Video Abo, ich habe Sky, ich habe Netflix, ich habe Join. Join, Alter, Bruder, wer hat denn Join? Ja, da gab es einen Film, den gab es nur da. Ich glaube, das war, kennst du The Insider mit Russell Crowe und Al Pacino? Ja, aber der ist alt, aber den kenne ich natürlich. Der ist und super. Den gab es nur da. Das ist diese Kippenindustrie, ne? Es geht um Zigarettenindustrie, oder? Ist das genau, das, The Insider? Ja. Genau, den gab es nur da, Alter. Und dann dachte ich mir, ey, ist mir scheißegal, für den Film mache ich das jetzt. Ja. Ich hab ein paar Sachen abgemeldet mal nach einer Zeit, wo ich gemerkt habe, Alter, ich bin da nicht mehr. Und ich muss sagen, da ist mein Handy geil. Also Samsung oder beziehungsweise Android hat so eine Funktion, der zeigt dir einfach so zwischendurch mal an, ey, diese App hast du schon seit 90 Tagen nicht mehr benutzt. Willst du die abmelden oder willst du die deinstallieren?
Und dann gucke ich immer und denke so, yo, da gucke ich gar nicht mehr und das lohnt sich. Aber ich muss sagen, ich habe zum Beispiel Disney Plus, ne? Wirklich, das share ich mit ein paar Leuten. Ich benutze das am wenigsten. Und ich kann das nicht abmelden, weil ich broke Freunde habe, die das brauchen. Aber natürlich Boba Fett halt. Einmal im Jahr gucke ich dann Mandalorian oder Boba Fett. Ja, deswegen glaube ich, dass es sozusagen viele Streamingdienste gibt und auch geben muss, weil es ist ja auch, mittlerweile ist es ja auch so, dass Netflix direkt die Filme ja produziert und finanziert und das ist dann halt Ja, klar, das Original. Und Monopol ist halt immer langweilig dann, ne? Also wenn dann halt, wenn du da als Filmemacher sagen kannst, okay, Netflix möchte diesen Film nicht haben, dann kannst du halt zu Amazon gehen oder du kannst halt woanders hingehen und dann ist es halt, oder zu Apple und das muss natürlich so sein, also. Boah, aber ich guck zum Beispiel, ich bin ziemlich viel UFC auf DAZN am gucken. Ich gucke viel DAZN UFC und natürlich Ja, schon. NBA. Aber da habe ich Glück, das share ich. Das schmuggle ich. Das kriege ich von Aber da ist Anwälten. auch das Ding, du kriegst die Vorkämpfe halt nicht bei Ja, da musst du schon, ja, da musst du Dings. Was hast du denn dann? Wie heißt das nochmal? der UFC-App. ESPN? Ja, Ach, UFC-App. UFC-App, ja. Ja. Ja, ist bei NBA auch so. Oh. Letztes Jahr hat sich der Sohn was geleistet. Das war echt Schlimmste, was es gibt, Alter. Das war echt schlimm. Die haben mitten im letzten Spiel NBA Finals, 5 Uhr morgens, ich bin wach geblieben, um das zu gucken. Bruder, Finale, letztes Spiel, ne? Fällt die App aus. Mitten im Spiel. Mitten im Spiel. Buh, Snitch, habe ich gedacht, Alter. Snitch. Boah, ganz Twitter waren am Ragen. Aber Bruder, man weiß sich zu helfen. Bevor wir auf der Zone waren, waren wir on the streets. Man weiß, wie es geht. Direkt Zip-Zap, Haram-Seite auf, bam, bing, bang. Aber trotzdem, ich habe Hals geschoben, Alter. Hals! Ja, es darf nicht passieren haben. Da hat bestimmt die Konkurrenz ein bisschen reingekackt. Ach, keine Ahnung. Ich meine, die haben sich am nächsten Tag entschuldigt, aber ey, Bruder. Finale, Bruder, Alter. Das ist Worst Case. Worst Case. Das darf nicht passieren. Oh Mann. Ja gut, Brother. Wir streamen mal ein bisschen weiter. Wir quatschen ein Ja. bisschen. Was geht bei dir heute noch? Nur Mucke machen, Video schneiden. Ah, geil. Okay, dann Donnerstag freuen wir uns auf das neue Ding. Ja. Und dann hören wir uns. Boom, snitch it out, man. Oh, snitch it out, man. Ciao. Ciao, ciao.